Sie wiegt einfach 7 Kilo. Sie könnte sich einfach auf ihn drauflegen und das Revier wäre klar. Aber nein, meine Katzen sind zu höflich. Immer noch im Bett. Mein Wecker hat vor 1,5 Stunden geklingelt. Ich wollte eigentlich zum Sport. Aber ich kann mich immer noch nicht aufraffen. Es ist nicht so gut, weil ich muss unbedingt wieder hin. Sonst meckert mein Knie wieder. Und es ist gerade erst wieder so, dass man sagen kann, jo, es wird langsam wieder besser. Und dann kommt bald Weihnachten. Da kann man auch nicht so gut hin. Vor allem, weil ich Spätdienst habe. Obwohl, den dritten Weihnachtstag wäre mir eigentlich wurscht. Also den zweiten Weihnachtstag, also Heiligabend. Also, ne, das ist für mich eigentlich der erste Weihnachtstag. ja. Aber den 26. Ja. Ich muss jetzt nochmal mein Video schneiden und so. Ich habe keine Lust. Ich bin so faul. Ich glaube, das liegt an meinem Nacken. Obwohl der jetzt besser wird, aber. Ich bin trotzdem faul. Ich hab das momentan nicht so raus mit dem Film, die letzten beiden Tage. Okay, gestern hatten wir auch noch ein Party-Teamgespräch. Da musste ich ja früher hin. Aber auch heute klappt das zeitlich alles nicht so toll. Aber was soll man machen? So ist das Leben in einem kapitalistischen Staat. Man muss arbeiten, weil man sonst hungern muss. Kann passieren. Ist nicht schön. Und das Video ist halt einfach nur 5 Minuten lang. Kein Ding. Wird schon, ne? Was soll man machen? Ich bin vollgefuttert. Ich habe euch auch nicht mal mein Essen gezeigt, weil ich jetzt so schnell gekocht habe. Ich habe Gyros-Nudeln gemacht. Aber heute hat es nicht so geil geschmeckt. Aber ich hatte Hunger. Also, es ist, wie es ist. Ich stopfe es dann trotzdem hinein. Ich habe wieder den falschen Knopf gedrückt. Hingestellt. Ja, interessant. Also man macht es mir dann auch nicht einfach. Aber hey, sag ich ja. Und dann, weißt du, hier kommen auch nie Autos. Und dann schleichen die. Oh mein Gott. Fahr! Meine Güte, ey. Weißt du? Nobody attacked me. I'm stuck on transport.
Job gar nicht sein. Es ist nicht nass. Da steht 70 bei Nässe übrigens. Da ist Kater Carlo. Da ist Missy, die mich verstört anguckt. Kater Carlos Po. Missys verstörtes Gesicht. Die wiegt einfach 7 Kilo. Sie könnte sich einfach auf ihn drauflegen und das Revier wäre klar. Aber nein, meine Katzen sind zu höflich. Die sitzt da, guckt es. Was ist das? Die sind 5. 1. Ja, du bist fett. Du bist fett. Du könntest hier mal die Ansagen machen. Ich dachte zwar eigentlich, sie macht die Ansagen, aber du wiegst 7 Kilo. So, die Nummer 16. Ich sitze auch entgegen des Lichts. Das ist total gut, weil dann kann ich nicht sehen, in welche Richtung das Türchen aufgeht. Das ist richtig gut gemacht von mir. 10 out of 10. Ich bin noch nie so unvorsichtig mit irgendeinem Kalender umgegangen. Wie mit diesem Scheißteil. Und da seht ihr auch wieder, der ist kompletter Absturz. Sitzt da irgendwo in Meppen. Ciao. Ist auch runtergefallen. Das kriegst du ja nicht mal raus. Schiebst du es nach oben, dann ist es im nächsten Kalendertürchen. Oh, das gibt's doch nicht. Bauen wir das hier komplett ab. Abbruch. Send help. Ah, okay, okay. Wir haben ihn. Es ist, war nämlich gestern schon Lip Liner. Das ist die Farbe Natural. Es ist ein Lippenkonturenstift. Überraschung. Und er ist, der ist fast schon nude. Mit Kamera kommt es nicht so rüber. Aber es ist auch ein braun nude. Ja, ja, ja. Kreativ, nix. Oh, die 16 ist hier unten. Bei Love. Love, Peace and Harmony. Hui. Da ist was Sinnvolles drin, im Gegensatz zu nix, bei der in jedem Türchen gefühlt dasselbe drin ist. Und zwar sind es diesmal die Farben. Grau und so ein Lila. Ist das der, den ich habe? Den ich jetzt in meinem letzten Video benutzt habe? I don't know. Aber das wusste ich halt, dass das passieren könnte, weil wenn man süchtig danach ist, Bürokram zu kaufen und Dingsstifte, dann kann halt vorkommen, dass man das schon hat. Hier ist die 16. Die 16. Mit dem gehe ich übrigens auch unvorsichtig um, aber der kann das auch ab. Oh, das ist ein Riesentürchen. Oh, ist die 16 so riesig? Ist das wirklich die 16? Ja. Weil da ein scheiß Keks drin ist. Ein scheiß Keks! Ich will keinen Keks. So, und da sind wir wieder, wo es heute Morgen angefangen hat. Im Schlafzimmer, im Bett. Und schlafe ich? Nein, was uncool ist, weil es ist schon 20 vor 1. Ja, aber morgen noch ein Spätdienst und dann habe ich erstmal Wochenende. Und da haben wir ziemlich viel geplant für den Samstag. Ich hoffe, das klappt alles so. Weil Niedersachsen ja immer so ein kleines Problem hat mit ihren Corona-Regelungen. Und das irgendwie gefühlt alle 2 Tage umgeworfen wird. Also dafür, dass wir so ein spießiges Bundesland sind, sind wir echt unentschlossen, was diese Dinge angeht. Ich kann auch einfach nicht mehr. Macht einfach alles auf. Ehrlich. So, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Wer sich nicht impfen lassen möchte, schön und gut, der muss mit den Konsequenzen leben. Und auch damit dann halt nicht behandelt zu werden. So, fertig, aus. Ich finde, das wäre eine faire Regelung. Und jeder macht im Grunde dann, was er will und auf eigene Gefahr. Statt dieses ganze Hin und Her, man weiß ja auch schon gar nicht mehr. Ich gesagt, das ist alles 2 Tage anders bei uns. Es nervt nur noch. Aber naja, ich hoffe ja, irgendwann hat es endlich ein Ende. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet ein bisschen Spaß. Lasst ein Däumchen nach oben da und seid morgen wieder mit dabei. Bye!